Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quer durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Gehen wir zu einem ganz anderen Lebewesen. Und wer sich vor Krabbeltier ekelt, möchte jetzt ein bisschen Vorsicht walten lassen. Es geht nicht um Spinnen. Es geht um theoretisch um Vertreter der Krebstiere. Auch wenn man das vielleicht nicht vermuten würde, wenn man so im wenn man sie so im ganz normalen Alltag betrachtet. Es geht nämlich um Asseln. Und ich habe doch gerade ein Werbevideo warum muss ich das jetzt nochmal machen? Das ist doch doof. Okay, wartet mal kurz. Da muss ich jetzt einmal sicherstellen, dass Firefox der Mund verboten ist. Ist es dann gehen wir einmal kurz hier rüber und ich gucke das Werbevideo. Habe ich gerade zu Streambeginn gemacht. Aber gut. Jutas Grill ist fertig. Guten Appetit. Wann kommen gebratene Spatzenfliegen zu unseren Mündern? Um das Wahlbeispiel aufzugreifen. Du musst halt größer werden, Mantul. Dann geht das alles gut. Nein, Breaking Poetic über Lurk. Das machen wir. So. So viele Zettel. Mir fehlt noch eine Zeile. Dann bin ich da.
Breaking Poetic. Look. Look. Erst bist du da, dann bist du weg. Look. Du wieder da, hab mich erschreckt. Look. Du schreibst nicht mehr, holst dir einen Sekt. Look. Ist trotzdem wichtig, wo du auch steckst. Dankeschön. Bitteschön. So. Lasst uns über Asseln reden. Denn auch Asseln haben einen Sinn. Und ich bin gekommen, um ihn euch zu verkünden. Und sind wir ehrlich, sie sind nicht nur gut als Assistenten, sondern auch in vielen anderen Dingen. Und das beschränkt sich nicht nur darauf, dass sie in der Lage sind, fast alles zu überleben. Die verkannte Rolle der Asseln. Viele Menschen ekeln sich vor Kellerasseln und Co. Dabei spielen die kleinen Tiere eine wichtige Rolle in der Natur. Auch für eine geisterhafte Pflanze. Landasseln vertilgen große Mengen an toter organischer Substanz und nehmen sogar ihren eigenen Kot immer wieder neu auf, um darin verbliebene Pflanzenreste zu verwerten. Klingt komisch, ist aber gar nicht so ungewöhnlich in der Tierwelt. Ich meine, keiner von uns hat eine Effizienz von 100% bei der Verwertung seiner Nahrung. Das, was da hinten rauskommt, ist noch gut. Also ergibt es rein aus Nährstoffsicht durchaus Sinn, ne, das vielleicht einem zweiten Durchlauf oder sogar einem dritten Durchlauf zu unterziehen. Ich würde es natürlich für uns Menschen trotzdem nicht empfehlen. Weil die Chance, dass wir uns dabei irgendwie Krankheitserreger einfangen, ne, oder möglicherweise Krankheitserreger, die wir eigentlich loswerden wollten, dem Körper wieder zuführen, die ist zu groß. Also, so sehr das energetisch auch Sinn ergebe, ist es für uns einfach aus ganz anderen Gründen nicht gesund. Für Asseln offensichtlich aber kein Problem. Für die Bodenbildung sind sie also von großer Bedeutung. Eine Studie aus Japan zeigt jedoch, dass die Tiere mit den 7 Beinpaaren darüber hinaus auch für die Verteilung bestimmter Pflanzensamen verantwortlich sein können, als kleinste bislang bekannte Tierart. Die Krebstierchen verteilen laut Erkenntnissen von Kenji Tsugu von der Universität Kobe und seinem Team die Samen des Heidekrautgewächses Monotropastrum humile, die selbst durch ihre geisthafte Erscheinung auffallen. Diese Pflanzen bestehen vor allem aus einem dichten, unterirdischen Wurzelgeflecht, das sich von Pilzen ernährt. Um sich fortzupflanzen, schieben die Gewächse immer wieder weiße Triebe an die Oberfläche, was ihnen den Beinamen Silberdrachenpflanze eingebracht hat. Sie bilden kein Chlorophyll und betreiben keine Photosynthese, wirken also etwas gespenstisch. Ihre fleischigen Früchte bilden eine beliebte Nahrung für Wirbellose wie Ohrwürmer und Landasseln. Wait. Dankeschön, Rexius. Rexius, schön, dass du reinschaust. Und ja, ich habe offensichtlich Affiliate-Jubiläum. Ohrwürmer ernähren sich davon. Und ich dachte immer, die essen nur die Charts. Ich meine, wir kennen den landüblichen Ohrenkneifer, ne? Aber
Ohrwürmer waren mir jetzt tatsächlich auch noch nicht so ein Begriff. Ich muss ganz kurz einmal gucken. Okay, das sind genau die. Es geht um den Ohrenkneifer. Ja, alles schick. Dann wissen wir, wovon wir reden. Aber warum Würmer? Also da ergibt ja die Benamung war so richtig keinen Sinn. Also genau, es sind ja Fluginsekten. Hallo Moxi, schön, dass du reinschaust. Die heißen auch Ohrwürmer? Ich bin völlig hin und weg. Tiere wurden pulverisiert und als Medizin gegen Ohrkrankheiten und Taubheit verabreicht. Daher stammt nach einigen Angaben auch der lateinische Name. Okay. Fasziniert. Ja. Bin völlig hin und weg. Aber gut. Gut, ich muss akzeptieren, was das Internet sagt. Weiß noch, wie ich geschaut habe, als ich erfahren habe, dass Ohrkneifer fliegen können. Ja, witzig, ne? Denkt man halt nicht, weil man es so selten sieht. Aber ja, natürlich, das sind beflügelte Insekten. Das ist völlig klar. Mir war halt bis eben nicht bewusst, dass man sie auch Ohrwürmer nennt. Habe ich auch noch was gelernt. So. Also, es geht um die Frucht der Silberdrachenpflanze. Ne? Ihre fleischigen Früchte bilden eine beliebte Nahrung für Wirbellose wie Ohrwürmer und Landasseln, wie die Biologen mithilfe von Kamerafallen am Waldboden herausgefunden haben. Anschließende Fütterungsexperimente im Labor zeigten, dass die robusten Samen die Darmpassage durch die Tiere oft überstehen und auskeimen können. Nach Zählungen des Teams überdauert etwa ein Drittel der Samen die Verdauung, was nach Aussagen der Forscher ein guter Wert ist. Da die Asseln, Ohrwürmer und andere Tiere sich zumeist nicht in nächster Nähe der Mutterpflanze entleeren, bestehen gute Chancen, dass die staubkorngroßen Samen sich an neuen guten Standorten verbreiten. Damit erhöhe sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest ein Teil der Keimlinge auf die Pilzgeflechte stoßen, die sie selbst zum Wachstum benötigen. Die Asseln bilden allerdings nicht die wichtigsten Transporteure für die Samen. Bestimmte Grillen fraßen mehr als die Hälfte der Früchte und Samen. Diese sind allerdings bedeutend schwerer und größer als die Krebstierchen. Ja, na, das erklärt auch, warum die mehr davon fressen können, ne? Und die können fliegen, das heißt, die verbreiten das auch noch weiter. Ich bin ein bisschen überrascht. Dass sie den Artikel so aufgezogen haben, wie sie ihn aufgezogen haben. Aber andererseits, ja, wahrscheinlich, wenn sie ihn anders aufgezogen hätten, hätte ich ihn nicht angeklickt. So gesehen hat der Titel schon funktioniert. Aber so richtig viel mit Asseln hat er ja jetzt nicht zu tun. Weil im Zentrum der Geschichte sitzt ja eigentlich die Silberdrachenpflanze, ne, mit ihren Besonderheiten und ja, die Asseln und Ohrwürmer und Grillen, die dann von ihr fressen und die Samen verbreiten, die spielen ja eigentlich nur eine Nebenrolle. Faszinierend. Die Zangen sind dafür da, die Flügel auszuklappen und die nicht dem Kneifen. Ja, Ohrenkneifer kneifen einem nicht wirklich in die Ohren. Auch wenn man das vermuten könnte. Das ist tatsächlich richtig. So. Ja, okay. Ich kann mir nicht helfen, ich fühle mich ein bisschen geclickbaitet. Ich will dir jetzt nicht sagen, der Artikel ist schlecht. Ich meine, ich habe was gelernt. Kann man jetzt sagen, was man will. Und er ist jetzt auch fachlich solide und journalistisch stabil. Es ist einfach nur absolut nicht ansatzweise das, was ich erwartet hätte. Aber well, es ist möglicherweise ein Ich-Problem. Also ich jetzt dachte, man erklärt mir ganz ausschweifend, inwieweit Asseln hier eine Rolle spielen und überhaupt und Ökosystem und
gebe ich zu, war sie jetzt ein bisschen enttäuschend.